liebe Fans und Follower, liebe Trauernden, zum Mordfall am Polizisten Ruven Lauer. 2 Tage nachdem eines unserer Engelsfeder mit Herz-Trauerreden-Videos online ging, schaute ich am Dienstagnachmittag auf mein Handy, um die Reaktionen auf eines unserer Trauervideos zu sehen, die wir zu diesem Fall produziert und veröffentlicht hatten. Kurz darauf wollte ich per WhatsApp Kontakt zu meinem Bruder aufnehmen, der ebenfalls Polizist ist. Als ich in den Engelsfeder mit Herz-YouTube-Kanal schaute, traute ich meinen Augen kaum. Da standen doch tatsächlich 110 Likes und 5000 Aufrufe. 110 bzw. 110 ist in Deutschland die allseits bekannte Polizeinotrufnummer. War es ein Wink des Schicksals, dass ich genau in der Sekunde auf mein Handy schaute, als eben die Polizeinotrufnummer 110 im Feld der Mag-Ich-Aufzählung erschien? Was meint ihr dazu? Schreibt es mir und allen Trauernden bitte ins Kommentarfeld und schaut euch gern die beiden Trauervideos an, die ich euch im Kommentarfeld oder im Schluss dieses Videos verlinke. Du bist zu Hause. Die Likes zu diesem Video stiegen mittlerweile allein in unserem Engelsfeder-YouTube-Kanal rasant auf 3500 und auf 100.000 Views an, was uns aufzeigt. Deutschland ist emotional mit diesem Tag des Schicksals verbunden. Liebe Grüße, Christian Weiße aus dem Team von Engelsfeder mit Herz, Trauerreden. Ist Rom das Leben eines guten Mannes wert? Wir glaubten es einmal. Mach, dass wir es wieder glauben. Er war ein Soldat Roms. Ehrt ihn. Wer hilft mir, ihn zu tragen? Den Namen deines Mörders vergessen wir. Deinen Namen jedoch, Ruven, behalten wir in ewiger Erinnerung. Denn du gabst dein Leben für uns.